diskutieren die Jahresvorschau und das ist, so wie es auch bei den Vorschlägen der Europäischen Kommission, der Agrarreform ist, sehr ernüchternd, dass sich es mit keiner Silbe darum dreht, wie wir den Preis für die agrarischen Produkte, für die Bauern wieder in die Höhe bekommen, so dass sie einen angemessenen Preis für ihre Produkte bekommen. Immer geht es nur um Förderungen, um Ausgleichszahlungen und Umschichtungen. Dabei wissen wir ganz genau, dass dieses System eine absolute Abhängigkeit der Bauern von der Agrarpolitik schafft. Wir wünschen uns, dass der Preis für landwirtschaftliche Produkte in den Mittelpunkt der Agrarpolitik gesetzt wird. Bei dieser Jahresvorschau ist davon nichts zu sehen. Unabhängig, wie die ganzen Umschichtungen ausgehen werden in der zukünftigen GAP-Reform, die einzige Umschichtung, die seit Jahrzehnten gleich bleibt, ist die Umschichtung vom Lebensministerium zu den Unterorganisationen des Bauernbundes, zur Vorfeldorganisation, zum Ökosozialen Forum. Dorthin funktioniert die Umschichtung seit Jahrzehnten, aber nicht bei den Bauern. Wir werden diesen Bericht hier entschieden ablehnen. Und ich frage noch einmal den Herrn Kollegen Birkelhuber auch und die Frau Abgeordnete Brunner, was Sie sich denn erwartet haben vom Landwirtschaftsminister? Was haben Sie sich denn erwartet? Er hat in jedem Ausschuss über die GAP-Reform geredet und in jedem Ausschuss genau 2 Minuten und hat gesagt, ja, momentan wissen wir nichts Konkretes und das war es dann. Wenn wir etwas erfahren haben, dann war das von allen anderen Stellen, von seinen vielleicht 7 verschlissenen Pressesprechern, aber von niemand anderen haben wir etwas erfahren. Und das ist sehr, sehr bedenklich. Heute ist, ich möchte auch auf einen Punkt eingehen, der in dieser Jahresvorschau genau beleuchtet wird, das ist die Bürokratie. Der Bürokratieabbau, es soll alles praxistauglicher und einfacher werden. Und ich bin heute hier und ich betrachte das als historischen Tag. Ich setze mich heute für jemanden ein, der nicht der FPÖ nahesteht, sondern der ÖVP und dem Bauernbund, dem niederösterreichischen Abgeordneten Anton Kasser. Der wird vielen Herrinnen vielleicht nichts sagen, aber dieser Abgeordnete sitzt im niederösterreichischen Landtag und er ist ausgesprochen mutig. Ausgesprochen mutig und ich bedauere es zutiefst, dass der Abgeordnete Schultes nicht mehr da ist als Präsident der Landwirtschaftskammer. Ah, er ist hier. Dann entschuldige ich mich. Wir haben hier die Resolution Niederösterreichischer Bauernbund, Bezirksgruppe Weidhofen an der Ips. Anton Kasser, Landtagsabgeordneter. Und bis jetzt ist ja immer so gewesen, dass die Freiheitlichen oder alle Oppositionsparteien massiv von der Regierung kritisiert worden sind. Wir machen alles so dramatisch und es stimmt ja gar nicht mit den AMA-Kontrollen. Hier kommt der Beleg, dass wir eigentlich recht haben. Ich werde nur kurz zitieren aus der Resolution des Bezirksbauernrates. Im Übrigen haben wir eine Anfrage heute eingebracht, die genau auf diese Resolution Bezug nimmt und wo wir vom Minister im Grund erwarten, dass er einmal Stellung nimmt. Also dieser niederösterreichische Landtagsabgeordnete Anton Kasser, den wir voll inhaltlich unterstützen, schreibt, die Anzahl der AMA-Kontrollen ist wieder auf ein erträgliches Maß zu reduzieren. Das kommt nicht von Freiheitlichen. Das kommt von niederösterreichischen ÖVP-Abgeordneten. Die Teilauslegung der Sachverhalte bei AMA-Kontrollen, die sind sehr unterschiedlich. Die fachliche Kompetenz der Kontrollorgane ist inakzeptabel. Die Flächenkontrollen sind nicht objektiv und werden von zu Hause am Schreibtisch ausgeführt. Das schreibt der niederösterreichische Abgeordnete in seiner Resolution, die veröffentlicht er auf seiner Homepage. www.toni-kasser.at. Dort sind auch die ganzen Zeitungsartikel, die er zu diesem Bereich gemacht hat. Es geht aber noch weiter. Die elektronischen Berufsberichte, die von der AMA zugestellt werden, die sind nicht nachvollziehbar und unübersichtlich. Das ist kein freiheitlicher Vorwurf. Vorwurf von einem niederösterreichischen Bauernbundabgeordneten an euch, an den Landwirtschaftsminister, an die ÖVP-Bauernbundabgeordneten. Den Landwirten, und auch das haben wir immer gefordert, eine Offenlegung des Sanktionskataloges für Landwirte. Auch hier fordert er, der Sanktionskatalog ist niemandem bekannt. Niemandem. Wir fordern eine Offenlegung des Sanktionskataloges. Die Toleranzen sind zu gering. Die Sanktionen nehmen existenzgefährdende Ausmaße an. Keine Dramatisierung von Freiheitlichen, von Grünen oder von BZÖ-Abgeordneten, vom Bauernbund-Abgeordneten. Was schreibt er noch? Es ist inakzeptabel, dass die besseren Unterlagen für eine Flächennutzungserfolgung bis zum Verpflichtungszeitraum 2007 zurückverwendet werden. Er schreibt, Landwirten wird von vornherein eine generelle Kriminalisierung durch die AMA unterstellt. Nicht wir Freiheitliche, Bauernbundabgeordnete, die euch hier im Nationalrat den Vorwurf machen, dass hier ein Saustall bei der AMA herrscht, dass hier die AMA-Kontrolleure außer Rand und Band sind, das, was wir schon seit Jahren euch vorwerfen.
Und jetzt den Abschlusssatz aus dieser Resolution. Die erhobenen Forderungen, Anton Kasser, ÖVP Bauernbund Abgeordneter im Niederösterreichischen Landtag, bitte. Die erhobenen Forderungen stellen beim Weiten noch keine vollzählige Aufzählung der Probleme in der AMA-Kontrollabwicklung dar. Es wurden die wesentlichsten Bereiche angeführt. Und jetzt kommt's. Die politische Tragweite der Verhältnisse ist enorm. In sehr vielen Gesprächen wird seitens der betroffenen Landwirte ein entschiedenes Einschreiten des Bauernbundes bei sonstigem Vertrauensverlust gefordert. Das sagt euer eigener Abgeordneter, und das stimmt mich sehr zuversichtlich, dass endlich einmal jemand aufwacht im Bauernbund, der an der Basis ist und der die Probleme hier erkennt, die ihr seit Jahr und Tag verleugnet. Eine kurze Anmerkung noch aus dem Zeitungsartikel, den er hier auch auf seiner Homepage www.toni-kasa.at veröffentlicht hat. Er schreibt hier, um einen Gesprächstermin bei Minister Perlakovic wird derzeit verhandelt. Und das stimmt uns wieder zuversichtlich. Wir bekommen ja auch keine Termine, aber wenn einmal der eigene Abgeordnete um einen Termin beim eigenen Minister in Sachen Landwirtschaft verhandeln muss, dann wird es besonders bedenklich, sehr, sehr traurig. Wir lehnen diese Jahresvorschau ab und wir verlangen ein entschiedenes Handeln und vor allem ein Vorgehen gegen diese Schikanen, die die AMA den Bauern hier aufbürdet.